Ihr Lieben, willkommen zu meinem neuen Video. Heute machen wir mal Spiegeleier. Die machen wir nicht einfach so in der Pfanne, sondern die machen wir mit einer Paprikaschote. Zuerst nehmt ihr eine Paprika, die Farbe ist egal. Dann schneidet ihr oben den Deckel erstmal ab. Und jetzt schneiden wir uns Scheiben. Das Innere entfernen wir uns. Die Kerne macht ihr alle ab. Wenn ihr sie nicht ganz abkriegt, haltet sie einmal kurz unter das Wasser und wascht sie einmal ab, dann sind die Kerne weg. So, jetzt haben wir unsere Form, wo wir unsere Spiegeleier jetzt drinne braten. Jetzt nehmt ihr eine Pfanne, macht etwas Öl rein und erhitzt das Ganze. Wenn das Öl dann heiß ist, legt ihr dann die Paprikascheiben rein. Dann nehmt ihr ein Ei und gießt das in die Form rein. Jetzt lasst ihr das Ei anbraten. Und so sieht dann unser Spiegelei fertig gebraten in unserer Paprikaschote aus. So, meine Lieben, das war's dann schon wieder für heute. Ich hoffe, ich konnte euch eine schöne Idee geben, wie ihr mal ein Spiegelei anders da machen könnt. Und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Nachmachen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.